Seit Anfang des Jahres befindet sich Schlagerstar Jürgen Drews im wohlverdienten Ruhestand. Bei Florian Silbereisens Show im Januar stand er das letzte Mal auf der Bühne. Oder etwa doch nicht? Laut Schlager.de soll der König von Mallorca sein großes Comeback planen. Angeblich hätte die Seite aus Produktionsumfeldern erfahren, dass Drews schon an Weihnachten bei Adventsfest der 100.000 Lichter von Florian Silbereisen auftreten soll. Es heißt, er soll nicht allein performen, sondern mit Tochter Juelina. Die beiden sollen gemeinsam auftreten und auch singen, so Schlager.de. Erst im Januar 2023 fiel nach 50 Schlagerjahren der letzte Vorhang für Drews. In der Florian Silbereisen Show in der ARD wurde er in den Ruhestand entlassen. Ob es das große Comeback in der Schlagerwelt für den 78-Jährigen sein wird oder doch nur ein einziger Auftritt bleibt, ist noch unklar. Bisher haben sich weder die ARD noch Jürgen Drews selbst dazu geäußert.